Ja, hallo, ich bin Martina und wurde hier eingeladen, mal meine Meinung über alles zu sagen. Und ich finde, also vorweg, am wichtigsten ist Liebe eigentlich von Mensch zu Mensch. Egal wie alt, von woher, was er hat, was er kann, was er ist. Was ja ziemlich vernachlässigt wird, auch Mitgefühl, als ganze Miteinander, Zugehörigkeit, einer für den anderen da sein. Darf man auch aus der Politik ein bisschen was sagen? Was ich nämlich auch ganz wichtig finden würde, wäre, dass unsere Regierung erstmal frei sein würde, dass sie wirklich fürs Volk arbeiten können und nicht, wie es ja bis jetzt der Fall ist, gegen das Volk fertig machen, quälen, in Angst halten. Da müsste sich eigentlich vom Grund auf was ändern, was ja, mir sehr am Herzen liegen würde, weil es würde dann schon eine ganze Menge mehr miteinander geben. Und nicht aufgehetzt werden von Land zu Land, von Mensch zu Mensch, innerhalb der Familie. Es fängt ja bei ganz klein an und endet natürlich mit der ganzen Welt. Und Weltfrieden. Weltfrieden wäre das Wichtigste. Vielfalt. Ja, also ich wäre dafür, eine Vielfalt, dass die Schulpflicht abgeschafft wird. Und zwar nicht, dass die Kinder verdummeln, weil das machen sie jetzt in den Schulen, weil sie werden nicht wirklich gefördert, sondern dass da Einrichtungen geschaffen werden, wo auf die Kinder eingegangen wird, was sie für Talente haben, was sie interessiert. Da könnten super bombastisch tolle Menschen dabei rauskommen. Vielfalt, ja. Der eine Spruch, wie ich hier gelesen habe, ich darf nicht mehr lieben, wen ich will. Es ist ja auch, wenn man die Grenzen mal über die Grenzen hinaus denkt, oft schwierig. Da fällt mir das eine Land Kosovo ein, die dürfen ja da gar nicht raus und rein ist auch so eine Sache. Aber selbst wenn man sich, was ja heute möglich ist, übers Internet verliebt, hat man keine Möglichkeit zusammenzukommen. Das ist auch sowas, was ja geändert werden müsste. Grenzen weg und ein Miteinander überhaupt. Schule, wie gesagt, müsste auch umstrukturiert werden, auf die Kinder eingegangen. Die Schulen, wie sie jetzt existieren, ja, würde mir als Kind auch keinen Spaß machen. Weil es ist einfach ein Druck, ein Zwang, der ganze Druck im ganzen Leben überhaupt. Also man hat ja schon gar keine Bestimmung mehr über sein Leben, was man darf, was man will, was man kann. Ja. Ja.